Er ist wieder da und das freut uns natürlich und seine Fans. Schlagerstar, Produzent und Moderator Mr. Gute Laune, Peter Sebastian. Herzlich willkommen. Guten Abend, ich freue mich. Ja, wir freuen uns auch ganz besonders. Ich spreche es direkt an, man sieht es auch. Sie haben im Moment keine Haare. Das liegt daran, Sie haben eine Chemotherapie hinter sich. Sie wissen aber seit 8 Wochen, der Krebs ist besiegt. Sie sind geheilt. Glücksgefühl? Ein unglaubliches Glücksgefühl. Und vor allen Dingen muss man da sehr dankbar sein, dass man gute Professoren gehabt hat, gute Ärzte, ein gutes Umfeld, ein soziales Umfeld und eine starke Familie, die an der Seite stand und gute Freunde, die immer da waren. Wir reden natürlich drüber, aber erstmal bereitet Ihnen Andreas Moll die schöne Bühne. Oh. Comeback von einem, der auszog, uns das Lächeln zu lehren. Seit fast 30 Jahren ist er unterwegs im rasanten Musikgeschäft. Entdeckt von Freddie Quinn, schon sein erster Song ein großer Hit. Schwarze Zigarre. Komm, spiel mir was vor. 19 Alben und zahlreiche Singles ziert sein Lächeln bis heute. Er singt Lieder zum Entspannen und zum Seele baumeln lassen. Tu's für dich, tu's für mich, leg die Karte auf den Tisch. Mr. Gute Laune haut so schnell nichts vom Hocker. Er hilft Kindern in Not, dafür bekam er das Bundesverdienstkreuz. Aber um sich selbst musste er kämpfen. 2011 erfuhr er hat Krebs, dieses Jahr die Heilung. Ihm geht es wieder richtig gut, er weiß. So ist das Leben. Peter Sebastian. So ist das Leben, Peter Sebastian, das sagt sich immer so leicht, aber ich nehme an, das war es nicht, oder? Nein, also ich habe festgestellt in dieser Zeit, die man durchgemacht hat, dass das Leben keine Generalprobe ist. Also es kommt so, wie es kommt und aus basta. Aber es ist wirklich mit Facetten, die man hat und wenn man dann so einen ungebetenen Gast bekommt, den beherbergt man einfach eine gewisse Zeit, aber man überlegt schon, wie kriege ich den wieder los? Und man hat so manchmal jetzt, wenn man so Texte nachdenkt, die man früher so gesungen hat, die man singen musste zum Teil auch, die ich auch gerne gesungen habe. Aber wenn man jetzt so ganz andere Texte schreibt, es ist schon fundamentierter und man hat mehr viel Hintergrund. Der ungebetene Gast, Krebs, wie haben Sie davon erfahren? Wie haben Sie es gemerkt? Ja, jeder von uns hat ja ein Immunsystem, die weißen Blutkörperchen. Und die waren, also jeder Mensch hat, man muss es so vielleicht sagen, viele wissen es ja auch, sind bei 4.500 bis 10.000 ungefähr. Das ist der normale Wert, die Polizei im Körper. Und bei mir war das Immunsystem so abgebaut, ich hatte 500. Also ich habe 12 Kilo abgenommen gehabt. Ich wusste nicht, was los war. Ich konnte nicht sprechen, nicht schlucken, weil der aggressive Non-Hodgkin direkt an den Stimmbändern war, direkt in der Öffnung hier. Und dann mussten viele Operationen gemacht werden, sonst könnte die Chemo gar nicht beginnen. Und da bin ich wirklich dann am Überlegen gewesen, gibst du auf oder kämpfst du? Und meine Mama hat gesagt, die ja geschockiert war, wie viele andere auch, das schaffst du. Und das haben wir auch geschafft. Und haben Sie selbst auch die ganze Zeit gedacht, das schaffe ich? Am Anfang habe ich es nicht gedacht, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber wenn du dann so eine kleine Katze hast, die dann auf dich zukommt und dich anguckt und so, alter Münchenskind, ich will was fressen, bleib noch ein bisschen da, dann hat man schon Mut. Und wenn man dann ein super Team hat, gute Ärzte, gute Betreuer, sogar Nachbarn haben mir Essen vorbeigebracht, Müll rausgestellt. Also mit Mundschutz bist du dann rumgelaufen. Das ist eigentlich nicht verkehrt mit Mundschutz im Supermarkt. Ja. Also die Leute, die nehmen ja Abstand von dir, weil sie es nicht gewohnt sind. Ja. Aber ich habe mich ja selber nur geschützt. Und das ist natürlich schon eine Sache, die so einschneidend ist, dass man anderen Leuten jetzt gerade jetzt Mut machen soll, dass sie nicht aufgeben sollen, ganz egal, welche Krankheit man hat. Es gibt einen nach vorne. Und wie gesagt, das Leben ist keine Generalprobe und diese Probe muss man überstehen, dann kann man auch davon erzählen und das will ich auch machen. Einschneidend bei Krebspatienten nach einer Chemo ist natürlich auch, dass man die Haare verliert. Sie haben früher ja immer eine Mütze getragen, die könnten Sie jetzt natürlich gerade gut tragen, haben sich aber dagegen entschieden. Warum? Ja, ich hatte eine Umfrage gemacht, dann, nachdem ich dann gesagt habe, Menschenskinder, so habe ich der liebe Gott auf die Welt gebracht, ein bisschen Haare war da. Man hat dann, wenn man die Mütze gehabt hat, dann war das Emblem nicht in der Mitte, hat man auch schon wieder irgendwie eine Rüge bekommen, dann waren die Haare hinten nicht gesessen. Und jetzt haben dann viele gesagt, Zöpfe abschneiden, bleibst du, wie du bist, das kleidet dich. Und ein Agassi ist ja auch nicht verkehrt, Coach hat auch damit Erfolg gehabt. Also
Also das ist der neue Peter Sebastian. Die Fans gehen mit. Also ich habe auch nochmal auf ihrer Website gelesen. Die sind ja alle total glücklich, dass sie da sind. Und eigentlich egal wie, ob jetzt mit Haare oder Mütze oder ohne. Wann sind Sie denn das letzte Mal aufgetreten eigentlich? Und wann werden Sie wieder so richtig auf die Bühne kommen? Also ich habe mit meinem Professor Zeiss gesprochen. Der hat mir einen Rat gegeben. Sprich mit der Krankenkasse. Lass dich gesund schreiben. Test es einfach mal, weil ich bin ja bei mir selbst angestellt. Ich kann ja keine Eingliederungsmaßnahmen treffen. Ich habe sogar die Reha nicht gewollt, weil da gibt es andere Personen, die das dringender brauchen als ich. Und dann habe ich dann einfach nur gesagt, ich versuche es, ob ich es durchhalte. Habe einen Auftritt gehabt in Remscheid, hat KVM Events für mich organisiert, dass wir unter uns sind. Nick, einige Künstler kamen vorbei, es war so fantastisch, um zu testen, ob ich das durchhalte. Aber ich habe dann gemerkt, dass es doch keinen Aktenordner von Zimmer A nach Zimmer B schleppen, weil man ist Hochleistungssportler. Und dieses Fatigue-Syndrom, was man noch hat, das dauert noch ein bisschen. Das kann 6 bis 1 Jahr dauern. Aber ich teste mich langsam aus und komme langsam zurück. Und das ist hervorragend, einfach das Gefühl zu haben, dass man gemocht wird, aber dass man sich selber auch liebt, um den Weg zu gehen. Was ja auf jeden Fall da ist, ist die neue Single. Die kommt kommende Woche raus. Wir werden sie auch gleich hören. Sie werden bei uns praktisch zum ersten Mal die Single sehr gerne gleich auf der Bühne präsentieren. Und da danke ich sehr dafür. Waren Sie denn schon mal auf einem Schützenfest, Peter Sebastian? Oh ja, das ist öfter. Da wird gefeiert ohne Ende. Ich bewundere immer, wenn die dann immer so ihre ganzen Eisendinger tragen. Das sind Gewichte, aber die ziehen das durch, die Jungs. Und das finde ich toll. Peter Sebastian, Sie sagen gerade unglaublich, als Sie die Bilder gesehen haben. Das ist Mallorca. Das ist doch auch die Bühne, auf der sich viele Schlagersänger tummeln und auf denen man dann Stimmung machen muss, wenn man auf die Bühne kommt. Jürgen Drews zum Beispiel, ich meine, das ist ja Wahnsinn, dieses Zirkuspferd. Wie war das bei Ihnen, wenn Sie aufgetreten sind? War da auch manchmal so der Moment, wo Sie merkten, boah, der tobt jetzt schon der ganze Saal und ich jetzt auch noch mittendrin und wo Sie dann auch das Niveau ja auch halten müssen? Es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man als Künstler immer so auf die Bühne geht. Ich hätte jetzt der Eintritt bezahlt. Was erwarte ich von den Künstlern oder was erwarte ich, was oben auf der Bühne stattfindet? Und das muss man jedem Künstler eintrichtern, dass er genauso denken sollte. Natürlich, man freut sich, wenn man gleich mit einem Titel auf die Bühne kommt und die Leute singen mit. Sind die Umstände, die Feierlaune oder in Erwartungshaltung. Und da muss man eben Gas geben. Und man kann innerhalb von ein paar Minuten alles kaputt machen. Man sagt einen falschen Ort, man schaut jemand Falsches an oder man hört sich nicht richtig im Monitor, man singt falsch oder sonst irgendwas. Und schon ist die Sympathie da, wo sie nicht hingehen soll, im Eimer. Aber es ist immer wieder schön, dass man dann nach Hause geht und sagt, es hat ja Spaß gemacht. Also man muss es auch merken, dass man Freude dabei hat. Und das merkt auch das Publikum. Sie haben ja den Titel Mr. Gute Laune. Können Sie auf Knopfdruck eben in Stimmung kommen? Auf Knopfdruck muss ich nicht mal sagen. Also den Titel habe ich mir auch gar nicht so selbst gegeben. Denn hat man mir immer gesagt, wenn ich um 4 Uhr ins Bett gekommen bin morgens und um 7 Uhr muss ich schon wieder auf der Matte stehen. Und dann, wie kannst du das machen? Du bist ja Mr. Gute Laune. Ja. Und so hat sich das festgesetzt. Also man hat so seine nachdenklichen Sachen, aber das Leben ist jetzt wieder zu kurz, um einfach griesgrämig hineinzugehen und einfach den Tag zu genießen und mal 5 Grad sein zu lassen. Sie hatten einen großen Hit, den kennen wahrscheinlich auch die Jüngeren, nämlich Aber dich gibt's nur einmal für mich. Den hören wir uns mal an. Schon der Gedanke, dass ich dich einmal verlieren könnte, dass dich ein anderer Mann einmal sein eigenes. Er macht mich traurig, weil du für mich die Erfüllung bist. Was wäre die Welt für mich ohne dich? Das Gefühl ich rüber. Wir reden gerade schon drüber, dass dieser Rhythmus, also diese Schunkel, heute wird man es vielleicht viel schneller einspielen, auch natürlich mit einer anderen gab's Deko. Ja, gab's ja auch. Aber der Titel, der ist so der Inbegriff von allen Verliebten. Und dann habe ich mit meinem Bluesbruder Fabrizio Barile gesungen, damals Chino Doro. Und wir waren einer von 500 oder 600 Künstlern, die das schon mal aufgenommen haben. Aber wir haben das Kompliment bekommen, dass es die schönste Version gewesen ist. Da freut man sich natürlich ganz besonders. Und ist nach wie vor in meinem Standardrepertoire immer ein Bringer. Und den brauchst du nur singen. Ich habe neulich, oder damals, im letzten Jahr, habe ich vor 34.000 Menschen auf Schalke gesungen. Ja. Mit diesem Titel begonnen. Ich brauchte nur einmal ansingen und der Rest kam von ganz allein vom Publikum. Kann Segen, kann aber auch Fluch sein, oder? Wenn man immer wieder auf seine früheren Hits
irgendwie gedrückt wird. Nein, im Gegenteil. Man muss natürlich sagen, dass ich versucht habe, immer im Mittelfeld zu bleiben. Mhm. Natürlich wünscht man sich einen absoluten Hit. Aber die Erfahrungswerte zeigen es ja auch, dass große Künstler, die mal ganz oben waren, nach einer gewissen Zeit geht der Stern wieder runter und dann fragt man den Künstler, na, findest du nicht mehr statt? Dann bleibe ich lieber im Mittelfeld, dass ich kontinuierlich meinen Job machen kann, auf der Bühne stehen, meine Botschaftertätigkeit für unfallgeschädigte Kinder produzieren, zu Texten und so weiter. Man hat keinen Stress im Grunde genommen und man wird nicht nur qualifiziert auf einen Titel oder sonst irgendwas. Den musst du buchen, der macht gute Laune. Das ist das Wichtigste. Und Sie haben ja trotzdem unheimlich viele Alben auch veröffentlicht. Wie viel waren es? Ich glaube 19 bis jetzt. Ja, das ist eine ganze Menge. Also von daher ein großes Repertoire. Ja, auf jeden Fall. Und da kriegt man richtig Appetit auf so schöne, knackige Gemüsesorten. Wo wir gerade den Koch gesehen haben, Sie haben ja mal davon geträumt, ein eigenes Restaurant zu führen, waren auch Restaurant-Fachmann auf Sylt. Ja. Warum ist der Traum geplatzt und daraus nichts geworden? Also gelernt habe ich ja in Nürnberg im Grand Hotel. Mein Restaurant-Fachmann ist die richtige Betitelung. Und dann reist man ja rum, dann war ich in Bad Reichenhall und auf Sylt bin ich hängen geblieben. Und da habe ich mich immer geärgert, dass ich diesen Tisch 21 nicht bedienen durfte, weil die Frau Blessmann, Lady Blessmann, Gott hab sie selig, hat immer 20 Mark Trinker gegeben. Es war viel Geld. Also es war eine Dame, die immer den gleichen Tisch... Der Tisch war immer reserviert für Frau Blessmann. Nachmittags immer reserviert. Und einmal war der Oberkellner krank und ich rutschte nach. Jappadabadu. Und ich habe dann flambiert, ich habe tranchiert, ich habe alles Mögliche gemacht. Ich habe 25 Mark bekommen, aber auch einen Anschiss vom Oberkellner. Was hast du da angefangen? Ja, klar, jetzt muss ich das auch machen. Das Niveau ist damit gestiegen. Frau Blessmann wollte von nun mehr. Und am nächsten Tag kam sie wieder. Ich habe so ein Gesicht hingezogen, da war ich nicht gute Laune mäßig drauf. Und dann hat sie erzählt, sie gefallen mir ja gar nicht heute. Was ist denn los? Wollen wir einen Kaffee trinken? Ich habe gesagt, Frau Blessmann, wir dürfen nicht mit den Gästen Kaffee trinken gehen. Wieso, wenn Sie da im Kaffeeort sitzen und ich setze mich daneben, wollen Sie da fluchtartig das verlassen? Das ist eine gute Idee. Und dann kamen wir ins Gespräch und dann hat sie mir erstmal mitgeteilt, dass sie die Managerin ist von Freddie Quinn. Das wusste ich ja gar nicht. Für mich war es immer nur ein guter Gast, 25 Mark Trinkgeld. Ja, und dann ging es eigentlich los. Sie hat mich dann nach Hamburg eingeladen. Ich habe dann auch in der Villa gewohnt. Also Sie haben ihr dann erzählt, dass Sie auch dass singen. Sie waren ja früher der kleine Handje. Der Handje von Handje Fürth, in Franken. Dann kam der Stimmbruch und dann Eltern sagen ja immer, lerne einen anständigen Beruf. Und dann habe ich davor gesungen und dann kam der Werner Triebke. Der musste extra mit einer Cessna eingeflogen werden. Und im Hochsommer habe ich ein Weihnachtslied vorgesungen. Also so bescheuert muss man sein, aber mir fiel nichts anderes ein. Hier sieht man, wie Sie früher ausgesehen haben. Süß. Das sind ja coole Bilder. Ich finde das immer herrlich. Und als dieser kleine Heintje aus Franken haben Sie dann eben Frau Blessmann vorgesungen und die war begeistert mit ihrem Weihnachtslied im Hochsommer. Also da müssen Sie schon überzeugend gewesen sein. Und dann hat sie mich nach Hamburg eingeladen, habe dann auch in der Villa gewohnt mit Freddie Quinn zusammen und Frau Blessmann. Und dann hat sie gesagt, ich habe einen Riecher bei Freddie Quinn gehabt und es haben sich 1000 Leute beworben und ich habe einen Riecher bei Ihnen. Aber ich weiß nicht, wie lange wir den Weg gemeinsam gehen können, aber denken Sie dran, dass Leute zu Ihnen kommen, wenn Sie es geschafft haben, die Ihnen ein Tape geben oder ein Band, schicken Sie sie nicht weg. Hören Sie sie an und darauf, wieder aus Dankbarkeit, habe ich meine Plattenfirma gegründet, Toi 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 Records. Das finde ich ganz toll, sprechen wir auch gleich drüber. Aber erstmal noch an dem Punkt jetzt, also Freddie Quinn kennengelernt durch Frau Blessmann. Und dann sind Sie auch mit Freddie Quinn zusammen im Bruchstadtrevier aufgetreten. Das schauen wir uns toll, jetzt mal eben an. Mein Name ist Peter Sebastian, ich fahre für die aktuelle Schaubude. Das schadet ja nichts, das ist Robin Hood, da kann ich nur gratulieren. Na Robin, und ob die uns gratulieren können, nachdem wir das Rennen gewonnen haben. Herr Sebastian, Bülow von der aktuellen Schaubude, ich suche Sie schon überall. Sie sollen bitte noch mal in der Redaktion anrufen, da hinten ist ein Telefon. Kommt, ich bringe Sie hin. Entschuldigung. Hier ist ja gar kein Telefon. Ja, sehen Sie, Sie brauchen auch keins. Ja, aber was soll das? Um Gottes Willen, Peter Sebastian, ich muss den rauslassen. Ja, los, Mann. Das hätte der Beginn einer großen Karriere sein können, dieser schauspielerische Auftritt. Das war cool. Also vor allen Dingen, schön ist, die Medien schreiben gleich, du bist Schauspieler. Ja. Da bist du 2 Minuten mal im Fernsehen, wirst du eingeschlossen, weil das Drehbuch das verlangt, weil Freddie Quinn dann Sulki-Rennen fahren sollte, weil es um viel Geld ging. Wenn er gewinnt, sollte eine Operation gemacht werden. Das war der Hintergrund. Und hat er mich eingeschlossen, weil ich ja gebucht worden bin, um Sulki zu fahren. Und das war die schöne Geschichte. Aber es ist toll, wenn man das mal wieder sieht. Und ich kriege jedes Mal, wenn es wiederholt wird, glaube ich, 80 Euro. Das heißt, jetzt haben wir Ihnen gerade 80 Euro in die Kasse gespielt. Wenn der Ganze. 80 Euro kriege ich dann immer. Aber Freddie
Edwin, Sie haben ja vorhin gesagt, dass Sie auch mit ihm in der Villa gewohnt haben. Ja. Den sieht man ja gar nicht mehr. Der ist nie mehr zurückgekommen auf die Bühne. Auch in Talkshows sieht man ihn nicht. Ja. Haben Sie noch Kontakt? Oder? Nein, ich würde es mir wünschen. Aber das hat ihn so mitgenommen, auch der Tod von seiner lieben Frau, Lilli Blessmann. Und ich glaube, der Mann hat so viel auf dem Buckel. Ich habe noch niemanden so gesehen, der so akribisch gearbeitet hat, so diszipliniert. War auch manchmal eine kleine Zicke, kein Problem. Mhm. Ist jeder Künstler von uns. Aber ich würde es mir manchmal wünschen, dass man einfach mal ein Telefonat hat. Er hat immer mich hochgehalten, die Fahne hochgehalten für mich, hat gekämpft auch für mich, Hintergrund gearbeitet. Mhm. Und es gibt manchmal auch Momente im Leben, wo ein Künstler sagen kann, Peter Alexander ist auch gut gemacht, seine Frau war nicht mehr da, jetzt ist Schluss. Ich habe mein Leben gelebt und ich möchte es genießen. Und das war gut so. Ja, Freddy Quinn hat sich leider schon sehr früh zurückgezogen. War auch so ein bisschen verbittert, glaube ich, dass er nicht so die Anerkennung gekriegt hat am Ende. Auch gerade für Schauspieler. Er war so gerne leidenschaftlicher Schauspieler. Und die Leute haben ihn dann trotzdem aber meist den Seemann auch, gesehen. Liebe Inka, dass wenn die Zeiten ändern sich so rabiat, die Shows werden anders und die große Showmaster von vorbei. Früher. Dann sagt man sich, nee, dann reduziere ich das lieber, genieße das bisschen Freizeit, arbeite vielleicht noch andere Sachen aus. Er hat ein paar Tourneepläne gemacht und das ist, glaube ich, ganz gut so. Das sollte man respektieren. Aber Sie bleiben, Peter. Aber natürlich, gerne. Gut. Thema Fußball wurde gerade angesprochen. Sind Sie noch ein bisschen im EM-Fieber, auch wenn Deutschland aber jetzt klar, raus ist? Aber klar, Sie gucken heute Abend. Es ist ein Spiel, es sind so viele Mannschaften gewesen. Und wir waren plötzlich der Papst, da waren wir alle Bundestrainer und so weiter. Und man tut dem Jogi Löw auch ein bisschen Unrecht. Er hat einen guten Job gemacht und der Ball springt und da muss man reagieren. Okay, ich hätte gleich losgelegt mit Klose und so weiter. Und Müller hätte gleich reinkommen müssen, dass die Italiener ein bisschen Angst haben. Aber die Abwehr, die war doch leer, Menschenskind, da war ja gar nichts, das ist nicht klar. Aber man sollte niemanden dann gleich verdonnern. Trotzdem gucke ich mir heute Abend wird, an und freue mich, wenn Spanien gewinnt. Also Sie, was meinen Sie, was ist Ihr Tipp? 3-1. 3-1? Ja, oder 3-2. Gib dir noch ein Tor. Ich kann doch die Italiener gesehen haben, wie... Italiener sein, wenn die da uns raus... Nee, das geht gar nicht. Also dann lieber die Spanier. Paella ist auch gut. Sie kommen leben in Niedersachsen, kommen aber, haben wir schon mal angesprochen, von einem Bauernhof in Franken. Ja, von Fürth. Wie können wir uns Ihre Kindheit da vorstellen? Was war das für ein Hof? Ach, Geschwister? Mit meinen fünf Geschwistern. Ich habe nur eine Schwester gehabt, die Erika, die mich auch immer besucht hat mit meiner Mutter, als ich die Chemo hatte. Da bedanke ich mich ganz herzlich dafür. Und wenn du dann fünf Kerle hast und eine Schwester, hallo, die musste einiges aushalten, aber die hat alles in der Hand gehabt und es war ein tolles Leben. Das kann man nicht nachvollziehen. Hier sieht man auch so die alten Familienbilder mit Papa und Mama und hier Weihnachten. Und dass Sie selbst auf dem Hof bleiben, war das nie eine Option? Nein, keinesfalls. Also ich wollte ja weg dann. Ich wollte ja irgendwas für mich erreichen und so weiter, weil diesen fränkischen Dialekt, ich möchte niemand so nahe treten, das war für mich irgendwie keine Sprache. Also es gibt nur halbe Sätze zum Teil und dann, Bascho und der D, also die haben, naja, okay, aber ich bin dann weggegangen, ich wollte dann in Hamburg auch, habe meinen Phonetikunterricht bekommen von Klaus von Arps, der Chefsprecher damals vom NDR. Also da wollten Sie auch erstmal Sänger werden, also Sie hatten schon wollte Sänger werden, ein Talent, der Stimmbruch. Wie hat sich das überhaupt gezeigt, dieses Talent als Kind? Als Kind, da hatte ich dann auf der Bühne mein Vater war immer Kellner in diesen Gasthöfen, hat er immer Bier gebracht und ich war dann immer pfiffiger. Habe mich gefragt, ob die ein Bier wollen, ich habe gleich fünf Bier dabei gehabt, wollt ihr oder wollt ihr nicht? Und dann habe ich dann den meisten Umsatz gemacht und dann habe ich da mal gesungen in der Turnhalle und es hallte so wunderbar und hat alle gesagt, Mensch, du klingst ja wie Heinti, du musst da singen. Und dann haben die Leute mich ausgebuht, weil sie gedacht haben, ich mache Vollplayback. Und dann habe ich live gesungen, dann war ich ab sofort der Heinti von Fürth. Dann kam natürlich der Stimmbruch und wie gesagt, meine Mama, lerne was Anständiges. Der Restaurantfachmann und dann eben Freddy Quinn und das Management. Mhm. Und dann kam es ja auch, Sie waren dann in den USA und da haben Sie dann den ersten großen Hit gelandet, Schwarzer Zigeuner. Wahnsinnig war das. Das war richtig schön. Man hat mir erzählt, Amerika, oh, kann ich ja nur aus dem Fernsehen, großes Orchester, ich Notenarrangement für eine Kombobesetzung schreiben lassen. 30.000 Mark habe ich dafür bezahlt. Und selbst dann bezahlt noch. Kam ich da an und dann waren drei Mucker da. Also ein Schlagzeuger, ein bekiffter Gitarrenspieler und ein Quetschenmann. Habe ich die Noten hingelegt, ja, wo ist denn die Melodie? Habe ich gesagt, ja, die singe ich, ihr müsst mich begleiten. Das können wir nicht. Und in 4 Stunden wäre das Konzert gewesen. Und dann habe ich da so abgegriffene Noten gesehen.
Und dann war es unter anderem der Schwarze Zigeuner und dann von Heintje. Rauf und runter habe ich natürlich dann abends gesungen. Und als ich zum ersten Mal gesungen habe, standen die Leute auf. Dann habe ich abgebrochen und gesagt, hallo, ich bin doch nicht fertig, ich fange gerade an. Aber das war Standing Ovation. das kannte ich doch nicht. Ne? Wie schön. Und dann kam ich wieder zurück zum nächsten Tour und dann hieß das plötzlich, singen Sie schöner Lied, du schwarzer Zigeuner. Dann kommen wir ins Konzert, Herr Sebastian. Und dachte, was ist an diesem schwarzen Zigeuner dran? Und dann habe ich ihn in Deutschland aufgenommen in den 80er Jahren und bomm, wurde ein Riesenerfolg. Mal gucken, was dran ist am schwarzen Zigeuner. Hier ist er. Du schwarze Zigeuner, komm, spiel mir was vor. Denn ich will vergessen heute, was ich verlor. Zigeuner, du kennst meinen Schmerz, und wenn deine Geige weint, weint auch mein Herz. Da werden Erinnerungen wach. Die ne? volle Haarpracht. Es ist und schön. Auch, und auch, wenn toll. Man dann so die Anzüge sieht, die Schnitte damals völlig anders. Sie waren aber nicht nur eben Sänger und Sinnsänger, sondern auch Moderator. Damals gab es ja eine MDR-Show Stimme 2000. Und da haben Sie damals jemanden entdeckt, nämlich... Sie trat unter Viviane auf, ist aber die jetzige Yvonne Katterfeld. Danach kam jetzt an Dieter Bohlen. Ich war der Erste bei Christoph Leis-Bendorf in Bendesdorf in Klecken, haben wir die Aufnahme gemacht, Whenever You Need a Friend. Und das war die Entstehung für Yvonne Katterfeld. Wie Viviane hieß sie damals. Ja, genau. Die schauen wir uns mal an, die Viviane. Und jetzt geht's um die nächste Kandidatin des Jahrgangs 2000. Ich bin Viviane aus Erfurt, studiere Musik in Leipzig. Und habe mir eigentlich noch keine Gedanken gemacht, was ich tun könnte, sollte, falls ich gewinne. Soon it's time to say goodbye, my friend. But I know for sure, I promise you, we'll meet again. Als Zweite im Finale der Stimme 2000, Viviane mit Whenever You Need a Friend. Viviane, die heutige Yvonne Katterfeld. Haben Sie damals schon gedacht, das wird mal eine Große? Ich meine, sehr, sehr hübsch war sie ja. Ne? Ist also sie ja immer die noch. Sah toll aus. Also man hat sie immer gesehen wie Sissi, Romy Schneider und so. Eigentlich hat sie nicht mal den ersten Platz gemacht, wie man mir dann anschließend mitgeteilt hatte. Die Managerin Veronika Jatzombek, die damals auch meine Managerin war, hatte sie dann zu gute Zeiten, schlechte Zeiten gebracht. Und dann fing der ganze Rummel an. Und dann hat sie natürlich Erfolge gehabt und dann kam eben ein Kerl in ihr Leben und hat gedacht, nee, wir machen das selbstständig. Und schade, schade, manchmal sollte man auf Manager hören. Das heißt, Sie haben keinen Kontakt mehr oder kaum Kontakt? Zu Yvonne Katterfeld? Mhm. Nein. Schade eigentlich, aber es ist meistens so mit Künstlern. Man betrifft sich, geht wieder andere. Mo hat seine Schuldigkeit getan, Mo kann gehen. Also ist banal gesagt, aber manchmal wünsche ich mir schon, dass die Leute doch die Wurzel nicht vergessen. Genauso wie ich dankbar bin nach wie vor, dass eine Frau Blessmer mich entdeckt hat. Sonst würde es mich gar nicht geben und wir würden nicht zusammen gemütlich hier auf der Couch sitzen. Yvonne Katterfeld haben wir gerade gesehen, hat natürlich auch schon hier gesessen. Gar nicht so lange her, könnte auch mal wiederkommen, mal sehen, was zu erzählen hat. So ist das Leben, heißt die neue Single von Peter Sebastian. Die kommt kommende Woche in den Handel und bei uns jetzt, Peter Sebastian, die Premiere. Bitte schön, Bühne frei für Sie. Wie gespalten steht man oft im Schatten seiner selbst. Gedanken kommen auf dich zu, mit denen du dich quälst. Das Leben ist nicht immer fair, nein, auch nicht immer leicht. Doch man kämpft, bis man sein Ziel erreicht. Und alles Schlechte von uns weicht. So ist das Leben. Man muss es nehmen, wie es kommt. So ist das Leben. Manchmal neu und ungewohnt. Manchmal muss man Wege gehen, die man gar nicht gehen will. So ist das Leben. Ich will die Freude daran nie verlieren. Whoa.
man Wege gehen, die man gar nicht gehen will. So ist das Leben, ich will die Freude daran nie verlieren. Sehr, sehr schön. Und der ganze Optimismus, Peter Sebastian, kommt natürlich durch, bei diesen glänzenden Augen auch. So ist der hat ja fast ein bisschen wehgetan. Ne? Aber Werner Mommsen darf sich den leisten. Peter, wann sehen wir Sie das nächste Mal auf großer Bühne? Also das Wichtigste ist natürlich die Stabpyramide am 2. November, Dezember. Wo Sie wieder Geld sammeln für meine unfallgeschädigten Kinder. Zusammen mit meinem Kollegen Henrik Gross vom NDR Niedersachsen machen wir eine große Show mit vielen Künstlern. Vorverkauf läuft. Und zwischendurch muss man mit mir rechnen. Aber wir wenn ich das uns. Noch darf, ich muss es noch einmal so machen mit der Dings, weil es sind alle Leute gegrüßt, die darauf gewartet haben. Danke Ihnen vielmals und bleiben Sie gesund. Wir freuen uns morgen auf meinen Kollegen Hinak Baumgarten. Dann mit